Hallo zusammen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Heute soll es darum gehen, wie euch so eine Wildkamera hier auch beim Wildkräutersammeln unterstützen kann. Viel Spaß dabei. Was ist denn eigentlich eine Wildkamera? Also, wir haben hier einmal so einen Gurt, mit dem man quasi die Kamera befestigen kann, wie zum Beispiel hier an einem Baum. Hier, Fun Fact, da hat schon mal ein Fuchs dran geknabbert. Hier. Und ja, die Kamera an sich befindet sich hier, das ist die Kamera, das Objektiv, ne? Und diese drei schwarzen Dinger sind die Bewegungsmelder. Also immer wenn sich etwas der Kamera nähert, an der Seite oder frontal von vorne, löst die Kamera aus. Es funktioniert auch in der Nacht, dafür hat sie diesen oberen Teil, das ist das Infrarotlicht. Also das ermöglicht der Kamera auch nachts Aufnahmen, Fotos und Videos zu machen. Hier öffnen wir einmal die Kamera und dann haben wir hier drin einen Monitor, ein kleines Display, wo man auch Bilder kontrollieren kann, was ich jetzt aber nicht so empfehle, weil es sehr schlecht aufgelöst ist. Verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, wann die Kamera aufnehmen soll, zu welcher Tages- und Nachtzeit. Und hier unten hat man einen ganz normalen Kartenslot für hier so eine ganz kleine Speicherkarte. Hier befinden sich die Batterien dahinter und hält ungefähr, je nachdem, was für Akkus man verwendet, schon mal über einen Monat. Wie nutzen wir jetzt die Wildtierkamera? Ich in meiner Funktion als Tierfotograf stelle die Kamera dort auf, wo ich denke, dass ein Wildwechsel stattfindet, also wo ich denke, dass Tiere dran vorbeikommen, um später herauszufinden, wann diese Tiere dort vorbeikommen, um sie dann zu dieser Tages- oder Nachtzeit zu beobachten und idealerweise zu fotografieren. Wenn ich jetzt schon so eine Kamera aufstelle, warum muss ich überhaupt noch selber fotografieren? Nun ja, die Bildqualität von so einer Wildtierkamera ist, naja, gelinde gesagt, etwas bescheiden. Und von dem her muss man auf alle Fälle nochmal hier mit einer richtigen Kamera auf die Suche gehen, um wirklich schöne Bilder und Filme zu machen. Ja, jetzt die Frage, wozu kann ich so eine Wildkräuterkamera, so eine Wildtierkamera auch beim Wildkräutersammeln benutzen? Ich habe es gerade schon vorweggenommen. Wir stellen diese Wildtierkamera auch auf, wenn wir eine große Fläche von Wildkräutern im Wald finden, um einfach mal zu gucken, was passiert da, welche Tiere fressen vielleicht von diesen Wildkräutern oder kommt da gar niemand und gar kein Tier vorbei und dass wir die dann später verrückter sammeln können, wenn wir wissen, okay, da streifen keine Füchse zum Beispiel durch die Brennnesseln und sonstiges. Auch als Naturliebhaber ist dieses Tool eine schöne Idee, sich die Kamera vielleicht auch mal in den eigenen Garten zu stellen, um zu gucken, was passiert denn da so Tag und Nachts, weil man ist natürlich nicht immer zugegen, wenn Tiere vielleicht den Garten besuchen und so hat man so einen schönen Eindruck, was passiert eigentlich den ganzen Tag, die ganze Nacht und ich kann euch jetzt schon garantieren, ihr seid überrascht, was da alles in eurem Garten passieren wird. Und damit ihr mal einen Eindruck bekommt, was mir schon alles vor diese Kamera gelaufen ist, hier viel Spaß mit ein paar Aufnahmen. Wenn du jetzt sagst, Mensch, mit diesen Wildkräutern möchte ich mich in Zukunft einfach auch mehr beschäftigen, besser auskennen, wissen, was wächst wo, zu welcher Zeit, was kann ich wann verwenden und wie kann ich es in meiner Hausapotheke und in der Kräuterhexenküche einsetzen, dann habe ich einen Tipp für dich, nämlich unser Buch mit Wildkräutern und Heilpflanzen durchs ganze Jahr. Da haben wir ganz viele Wildpflanzen selbst aufgenommen, porträtiert, da sind unsere ganzen Erfahrungen drin und dieses Buch hilft dir sicherlich ganz viel beim Start in deine Welt der Wildkräuter und Heilpflanzen. Aber nicht nur dieses Buch, sondern falls du auch Kinder hast, dann kann ich dir empfehlen, Ben und Mara entdecken die Welt der wilden Kräuter, ein Kinderbuch, das wir extra gestaltet haben, um auch Kindern diesen Zugang in die Welt der wilden Kräuter besser zu ermöglichen. Und diese beiden Bücher sowie unseren Saisonkalender bekommst du in unserem eigenen Internetshop unter www.die-moderne-kräuterhexe.de. Wir danken dir jetzt schon mal für deine Unterstützung und wünschen dir viel Freude beim Sammeln. Ach ja, übrigens ganz vergessen, falls du noch weitere Fragen hast zum Thema Wildkräuter oder Wildkräuterkamera, dann schreib uns einfach, du kannst einfach die Kommentarfunktion unter diesem Video nutzen. Wir würden uns freuen, wenn du einen Kommentar hinterlässt, wenn du einen Daumen nach oben gibst und ganz wichtig, wenn du unseren YouTube-Kräuterkanal abonnierst. Es würde uns sehr helfen, also einfach Abo dalassen und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Mach's gut, bis dann, ciao!